Nussi hier, die Nummer 5 mit dem Kenyaten Schecter Meta am Steuer und schließlich die Nummer 2 mit dem... Andreas Anoussi effectue le troisième meilleur temps de qualification, mais ce sont les montées de Rohrl et de Vatanen qui retiennent évidemment l'attention. Die große Konkurrenz des Audi-Teams mit nur einem Wagen sind gleich drei Peugeots, die Nummer 7 gefahren von dem... Harry Vatanen effectue donc le meilleur temps, la 205 Turbo 16 distance l'Audi Quattro de 4 bonnes secondes. Chez Peugeot, on est confiant mais lucide. Binnen Harry Vatanen als Pilot. Peugeot hat sich seit der Paris-Dakar Rally nur noch auf diese Porsche. Andrea Zanussi. Zanussi va parvenir au sommet de Pikes Peak en 10 minutes 56 secondes 5 centièmes. Il va battre de 12 secondes le record absolu de la montée détenu par Bobby Unser à bord d'une Quattro Sport. Und dann der letzte der drei Peugeots und der letzte der 14 Rallywagen überhaupt, die Nummer 2 mit Harry Vatanen beginnt. Dritten Peugeot, Harry Vatanen, hier ist er im Bild, bis zur Baumgrenze ebenfalls ein Rekordtempo hingelegt hat. Harry Vatanen kommt in 10 Minuten 54,83 Sekunden durchs Ziel, also 7 Sekunden langsamer als Rohrl. Die anderen beiden Peugeots belegen den dritten und vierten Platz. Chez Peugeot comme chez Audi, on écoute les postes de chronométrage partiel. Dans sa 205, Vatanen donne le maximum, mais il doute. 5 km après le départ, il a senti flancher la puissance de son moteur. Sur la ligne d'arrivée, le chronomètre est inexorable. Rohrl a été plus rapide de 7 secondes.